Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hogwarts. Und wir sind jetzt wieder zurück und gucken uns mal an, was Scropes uns für eine Notiz hinterlassen hat beim großen Pendel. Also man sieht ja da hinten das große Pendel und er sagte, sollte nicht schwierig sein, die Notiz nicht zu finden. Also. Da. Scrope weiß von dem Buch, das sie gefunden haben. Fehlt etwas daraus? Scrope glaubt, dass wir nicht in der Öffentlichkeit darüber sprechen sollten. Scrope hat hinter der Brücke beim Steinkreis eine weitere Notiz hinterlassen. Passen Sie auf und zu niemandem ein Wort. Scrope? Wer ist Scrope? Tja, beim Steinkreis, okay? Oh, ganz kurz mal, bevor ich da reingehe. Ich habe doch irgendwie noch was eingesammelt hier. Da, was? Cooler Mantel? Ach, den kann ich noch nicht einmal benutzen, okay. Gut. Müssen auch irgendwann mal die Sachen wieder verkaufen. Beim Händler. Beim nächsten Händler, den wir treffen, verkaufen wir mal die ganzen Ausrüstungsscheiß. Ich bin mal gespannt, was das mit den Verbesserungen auf sich hat. Das wird wahrscheinlich noch kommen. Okay, hier, da auch. Ein Steinkreis Sie eine können Notiz sich ja gar hinterlassen. nicht vorstellen, wie umständlich das Da oben. Reisen vor Flohpulver war. Ach, hier. Hä? Das wird doch die Nachricht sein da oben. Aber ich kann sie. Doch, kann ich. Jetzt. Wie kommt man denn daran? Hier? Ach, hier. Aha. Was da? Suchen Sie nach den Kürbissen gleich unter dem Steinkreis. In einem von ihnen werden Sie fündig. Vielleicht können Sie den armen Scrope mit den gebrochenen Herzen helfen. Kürbisse. Ah, jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Ach, da unten. So. Ich wollte gerade sagen, zu Hagrids Hütte, aber das ist ja gar nicht Hagrids Hütte. Oder? Ist sie das? Nee, es ist sie nicht. Er lag ja nicht so dicht am Wasser. Eher am Wald, ne? Ach, der schimpft auf mich. Lustig. Die junge Schlange muss inzwischen unglaublich neugierig sein. Trifft Scope am Rande des Wassers bei den zerbrochenen Stegen. Runter zum Wasser. Ich hoffe nur, das ist kein Trick. Ich hoffe auch. Aber ich glaube nicht. Oh, hier sieht es aber auch gut aus. Was hat das mit dem Würfel hier auf sich? Ach, hier. Halt! Aha. Okay, wir gehen mal ganz kurz hier rein. Das sollte ich untersuchen. Auf jeden Fall. Coole Höhle hier. Naja, es war ganz easy, da war ja ein Feuersymbol drauf. Also wäre es wahrscheinlich auch voll Schal mit goldenen Schnatz. Mehr gibt's hier gar nicht. Oder? Rebellion. Naja, mehr ist ja nicht. Schade. Akio! Levioso! Incendio! Was ist das? Rebellion. Ne, hier ist nichts weiter. Okay. Dann gehen wir weiter zu Scrums komischen Nachrichten. Sieht auch aus, ob wir hier irgendeine. Hier eine Mehrlingsprüfung haben da mit diesen. Oh. Also lassen wir hier Drachen steigen, ist ja lustig. Ja, was ist hier? Mhm.
Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Scrope ist der Name. Scrope dient dem Schulleiter. Er dient seit Jahren der Familie Black. Verzeihen Sie die vielen Notizen. Scrope wollte sichergehen, dass Sie nicht verfolgt werden. Was hat es damit auf sich? Die Notizen erwähnen das Buch aus der verbotenen Abteilung. Scrope sagt Ihnen mehr, wenn Sie ihm helfen. Aber niemand, vor allem nicht der Schulleiter, darf es erfahren. Mhm, natürlich. Ich helfe gern. Vor allem, wenn du mir mehr über das Buch sagst. Scrope ist dankbar. Scropes verstorbene Herrin Apollonia Black, möge sie in Frieden ruhen, war vor über 50 Jahren Schülerin in Hogwarts. Vor ihrem Tod sprach sie leidenschaftlich von aus einem Buch gerissenen Seiten. Scrope vermutet, dass sie diese in ihre private Grotte brachte. Am Ende war die Arme im Delirium, verwechselte Holunder mit Tollkirschen. Scrope hat versucht, sie zu warnen. Tut mir wirklich leid. Aber was hast du davon, wenn ich die Seiten finde? Scrope glaubt, dass sich in der Grotte auch ein kostbarer Ring der Familie Black befindet. Scrope möchte ihn dem Schulleiter geben. Apollonia verbot Scrope vor langer Zeit, die Grotte zu betreten. Scrope hält sich nach wie vor an ihren Wunsch. Scrope würde es nicht wagen, einen Schüler um Hilfe zu bitten. Doch als Scrope erfuhr, dass sie diese Seiten suchen, dachte er, sie könnten vielleicht auch den Ring suchen. Erzähl mir von dem Ring. Erzähl mir mehr von dem kostbaren Ring. Ihn ziert das Wappen der Familie Black. Der Schulleiter würde sich freuen, wenn Scrope ihn zurückholt. Woher weißt du von dem Buch? Woher wusstest du, dass ich ein Buch gefunden habe und dass Seiten fehlen? Scrope und die anderen Hauselfen sind gut darin, nicht gesehen zu werden. Scrope hört und sieht viele Dinge im Schloss. Scrope weiß, wie man Geheimnisse bewahrt. Okay, ich gehe. Das hilft uns wohl beiden. Ich mache es. Scrope ist erleichtert. Scrope hatte gehofft, dass der Slytherin-Neuzugang helfen würde. Bringen Sie diesen Toast zur Grotte unten an der Küste und stellen Sie ihn dort aufs Podest. Viel Glück! Scrope wird hier auf Sie warten. Viel Glück bei der Suche nach Ihren Seiten. Ein Toast? Na gut. Wie groß diese Welt ist, oder? Also, man kann ja immer mehr entdecken hier. Das ist einfach ein Hammer. Rebellion. Ah, meistens doch immer ein Geheimgang hinter einem. Na, hier ist kein Geheimgang, okay. Hier denn los? Da leuchtet irgendwas. Warte mal kurz. Gehen wir hier rauf. Oh, ich komme da nicht raus, so. Oder was? Jetzt habe ich das blöde Ding da geworfen. Das war auch nicht meine Absicht. Oh. Okay, okay, jetzt habe ich ihn erkannt. Oh, Mist. Okay. Oh, ich Plattoaffe. Super Kratzleitzunge eingesammelt. Okay. Gut, ich habe ein paar Getränke, aber ich lade jetzt einfach das Hochladen. Incendio. Oh.
den Zentren. Ja, das war einer da unten. In Zentren. Ja. Hey, das waren aber viele Gegner hier gerade. Oh, naja. Grotte ist da hinten, aber ich gehe mal hier auf diesen Stein rauf. Ich glaube, hier was ist. Können wir Steine fliegen lassen? Okay. Dann lass mal die Grotte rein. Okay, hinten kann man auch längst schwimmen. Wir schwimmen erstmal in die Grotte. Mal gucken, was es hier noch so gibt. Okay, das ist schon ein bisschen wehr. Was soll ich mit einem Stück Toast? Leg mal darauf. Ich glaube, das gehört wohl dorthin. Schon abgefahren. Wow. Das sind ihre... Revelio. Ihre Gemächer hier. Oh, hier ist ein Buch. Ein Tagebuch. Kann das sein? Besuch? Noch ein kopfloser Nick. Mein Name ist Richard Jackdaw. Vor einem Jahrhundert war ich ein Schüler, genau wie du. Wie in aller Welt hast du diesen Ort gefunden? Ein Hauself namens Scrope schickt mich. Ich suche hier einen Ring der Familie Black. Ah, leider habe ich den Ring schon vor langer Zeit verkauft. Armer Scrope. Schwärmt er immer noch für Apollonia? Ich könnte es ihm nicht verübeln. Ich habe all diese Schätze gestohlen, um sie zu beeindrucken. Leider vergeblich. Ich dachte, eine geheime, von Peeves stibitzte Karte würde ihr Interesse wecken. Aber sie hat nur die Augen verdreht. Was soll ich mit vergilbten alten Seiten aus einem Buch? Nicht gerade meine Sternstunde. Ah, er hat sie. Ich sie habe. Ich hätte diese Seiten gerne, wenn es dich nicht stört. Hier sind sie nicht. Ich dachte, wenn Apollonia nicht an der Karte selbst interessiert ist, führt sie mich ja vielleicht wenigstens zu etwas, das ihr Interesse weckt. Also bin ich der Karte gefolgt. Zu einer Art verzauberten Höhle. Und, tja, du siehst ja, was dann geschah. Ich hätte da eine Idee. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo die Seiten sind? Klar. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, die Seiten zu bekommen, treffen wir uns im Wald. Die Seiten sind bestimmt immer noch in meiner Weste. Wenn dir der Anblick meines, nun, enthaupteten Gerippes nichts ausmacht, gehören sie dir. Cool. Aber ich guck trotzdem mal hier rum. Revelio. Was ist hier eine Truhe? Da ist auch irgendwas. Da muss man mit dem Zauberstab ein paar Kerzen machen, sagt er mir an. Eine Karte. Scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören. Aber ich sollte sie mitnehmen. Gut, dann müssen wir zurück zu Peeves. Zu Scrobes. Zu Peeves, sag ich schon. Boom. Ja, cool. Also, das ist schon cool. Ist aber schon abwechslungsreich. Nicht ganz das Gleiche, ne? Ich meine, das wird wahrscheinlich noch kommen, ne? Dass man hier und da immer das Gleiche machen muss. Aber bis jetzt schon cool. Wird ein bisschen traurig sein, glaube ich. Hallo, Scrope. Dank dir konnte ich Apollonias Grotte betreten. Der Toast war der Schlüssel. Ich habe dort einen Geist getroffen. Richard Jackdaw. Er wird mich zu den Seiten führen, die ich suche. Tja, der Junge war nie gut genug für Apollonia. Was ist mit dem Ring der Familie Black? Leider hat Jackdaw ihn schon vor langer Zeit verkauft.
Wie schade. Nun braucht Scrope etwas anderes, um den Schulleiter zu beeindrucken. Scrope tröstet sich damit, dass zumindest der junge Slytherin gefunden hat, was er brauchte. Naja, noch nicht ganz. Danke, Scrope. Du machst den Hauselfen alle Ehre. Und weg ist er. Blubbert da irgendwas? Ein zu blauer Schal mit Niffler-Motiv. Ah, Niffler! Lustig. So, wir treffen uns mit Dragshaw an dieser Klippe da, oder an diesem Waldesrand. Kurz mal ausrüsten mit der Schal. Kann ich das nicht benutzen, ey. Muss ein Stecker werden. So, wo ist denn... Also, komm, wir machen direkt... Wir machen das direkt mit dem. Okay, nehmen wir auch erstmal das hier, aber ich glaube, das Ding kann man finden. Trifft ihm Richard. Verbotener Wald. Man muss da richtig weit rein, okay. Gehen wir hier rein. Bin ein bisschen gespannt. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Hier ist eine Brücke, hier ist Wald. Würden nur ein paar Kerzen fehlen. Könnte das auch die Karte sein fast, ne? Oder? Wir haben doch im Wald das gefunden, als wir längst gelaufen sind. Wie hieß denn das? Da war doch so ein Tisch und zwei Stühle und so. Vielleicht ist das ja gemeint. Wald, Brücke und zwei Kerzen. Gucken wir mal. Ob wir das nochmal finden. Wir sind hier längst gelaufen letztes Mal. Wie haben wir das gefunden hier? Da war das mit den Spinnen. Hier oben. Das ist nicht gemeint wahrscheinlich, ne? Oder ist das gemeint? Hier sieht das ja recht romantisch aus. Pass mal auf, wir machen das mal. Ich gehe mal kurz hier rein. In diesen Auftrag. Ja, okay, ist es wahrscheinlich doch nicht. Hätte ich gedacht, dass es hier wäre. Weil das hätte ja Sinn gemacht. Aber hier gibt es auch keine fliegenden Kerzen. Okay, ja gut. Dann machen wir erstmal einen anderen Auftrag. Ja. Gehen wir einfach runter? Können wir runter, ne? Okay. Bisschen Leben verloren. Blutekelhaft, okay. Ja, warten wir mal auf ihn. Hier bin ich. Na, hallo. Wie versprochen. Sehr gut. So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Es braucht die Gerissenheit des Slytherins, diese Seiten aufzuspüren. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann, aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Okay. Ja, los, marschier. Ach, du fliegst. Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja. Es gibt einige Orientierungspunkte. Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Es ist erstaunlich, wie viel mir unglücklicherweise wieder einfällt. Hier war ich schon. Ja.
Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Ich leider schon alle platt gemacht. Ich dich nun allein. Bleib einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogel. Incendio! Adieu. Oh nein. Oh, ich komme von hinten. Nein, 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 nein. Shit. Die hatte ich doch schon. Versuch es erneut. Die hatten wir doch schon mal fast platt. Ja, also wir waren ja schon mal da. Hätte ich mal den Typ nicht befreien sollen, was? Wollte ich mich gerade verarschen? Versuche es erneut, dann lande ich hier? Es ist wieder so, das gleiche wie beim letzten Mal. Ich lande hier ganz hinten am Arsch der Welt. Das ist doch nicht normal. Muss ja das hier sein, ne? Also das finde ich schon ein bisschen nervig. Muss aber nachgepatcht werden, dass man direkt dahin kommt und nicht irgendwo anders landet. Ich will jetzt einmal hier speichern nochmal sicherheitshalber. So. Ja, muss ich auch noch hin. So, die kriegen wir jetzt nochmal hin hier, pass auf. Incendio! Idiote! Ach hier! Incendio! Leviosus. Ah nein. Leviosus. Incendio. Einfach weitermachen. Man weiß nicht, wer er ist da. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jektor überraschend verlässlich. Okay. Das ist der Wasserfall. Wo ich jetzt, da muss ich da hoch, ja, Benni? Okay, dann kann man nichts tun mit den Knuddelmuffs. Also ich könnte die irgendwie einsammeln oder so, aber kann ich gar nicht. Okay. Aber wo muss ich denn hin? Da hoch? Okay, da geht so längs. Okay. Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie einen Weg außen rum finden, aber ich kann auch hier längs. Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Jetzt gehen wir hier längs. Da, genau wie Jektor es beschrieben hat. Ja, super, aber... Intramuros. Okay. Das ist auch wieder geil. Mm-hmm.
zum Teil. Hier draußen wird euch niemand hören. Ranrock wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Ich werde dich tun. Bis du tot bist. Ich sage ja immer. Diese Anhänger werden Ranrock nichts mehr berichten. Mal sehen, wohin Jackdaw mich geführt hat. Sein Grab. Jackdaw. Okay. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Ziemlich groß, glaube ich. Hortklonsaft. Was ist das? Wow. Okay. Beeindruckend. Dorthin muss das alles führen. Das ist wirklich beeindruckend. Jemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Nee. Definitiv nicht. Oh, Spinnen sind hier aber auch trotzdem. Ob einer meiner Zaubersprüche mir hierbei helfen könnte? Feuer ist ganz effektiv gegen die, hat man gemerkt. Okay, da geht's auch hoch und da geht's runter. Was machen wir jetzt? Erst runter oder erst hoch? Ich glaube, wir gehen erst hoch. Aber hier sammeln wir noch einen. Wenn wir hier hochgehen. Okay. Da haben wir eine fette Truhe. Die fasse ich nicht an. Geht. Besiegt jetzt hier. Als Einsammeln hier, was wir verloren haben. Oder die verloren haben. Das wäre ja so ein bisschen doof. Aber das ist auf jeden Fall eine fette Truhe, die will ich haben. Was da wohl drin ist? Elegante, legere Schuluniform. Gucken wir mal rein. Kann man die schon ansehen? Ne, noch nicht. Aber mit 14, das heißt, es ist nicht mehr so bald. Doch, können wir anziehen. Was rede ich denn da? Definitiv ziehen wir die an. Ah, hier noch nicht. Aber hier der Schal. Dann haben wir erst den. Könnten aber auch den anziehen. Haben auch den Hut. Nicht so gut. Der Hut steht uns nicht gut. Gut. Okay, hier ist nicht mehr. Gut, zurückgehen. Gut, dann müssen wir hier runter nochmal. Gucken, was da ist. Muss ja der Weg hier sein, runter, ne? Ja. Hier ist auch irgendwas. Hier können wir was ranziehen.
Oder wegziehen. Ah, ob ich die Plattform irgendwie verschieben kann? Definitiv kannst du das. Von hier drüben oder von da? Das ist die Frage, was man hier soll, ne? Eine unberührte Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Akio! Dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Da gibt es irgendwelche Wasserpflanzen, sehe ich gerade. Das sind andere Pflanzen, die wir noch nicht hatten. Diebtanblätter. Perfekt. Okay. Warte, jetzt haben wir noch irgendwas eingesammelt. Jetzt muss ich die ganze Zeit gucken, weil das ja immer cool ist, wenn man desto mehr Ausrüstung man bekommt. So lässiger wird das eigentlich, ne? Ah, komm. Im Moment ist ja noch nicht so, dass wir keine großartigen Verbesserungen machen können. Dann lass uns doch mal gucken, was wir da machen können. Okay. So wie es da nicht. So, wo müssen wir jetzt längs? Wir müssen jetzt ein Skelett finden. Muss da irgendwo hier unten sein. Ah, wahrscheinlich hier längs gehen, ne? Ein paar Spinnen. Lösen konnte, kann ich das auch. Das nächste Symbol könnte versteckt sein. Rebellion. Das Symbol könnte versteckt sein, ja. Aber wo? Da hinten. Ah, guck mal. So. Da baut sich das Neues auf. Für uns. Bemerkenswert. Wir müssen da hinten längs, aber ich muss, hier ist ja auch was. Gut, dass Jackdaw da nicht runtergefallen ist. Ach, hier. Und da können wir auch längs, guck mal auf. Hier ist auch was, guck mal. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett. Okay, ich habe ein bisschen viel Ausrüstung noch, wie man sieht. Schon was löschen wieder. Ich muss unbedingt dem Händler was verkaufen hier, sag ich schon die ganze Zeit, aber es müsste eigentlich mal passieren. Hier bedienen. Oh, das ist auch nicht so weit geholfen, aber wir müssen da hinten hin, aber ich will trotzdem noch hier gucken, was hier passiert. Ach, hier. Okay, Spinnen. Ins Hände. Okay.
Inzendium! Okay. Eine unberührte Truhe. Dektor war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Kann ich da durch, wenn ich es verbrenne? Inzendium! Nee. Oder? Doch. Kann ich durchklettern irgendwie? Anscheinend nicht. Schade. Mal außen rumlaufen oder was? Da komme ich da gar nicht hin. Ich komme da wahrscheinlich gar nicht hin. Ne? Oh, das ist noch eine Truhe. Hä? Hätte aber. Okay. Seltsam. Kohle. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Okay, sie ist gestorben. Ja, okay. Konnte ich noch reingucken von hier aus in der Höhle, okay. Dass ich könnte auch reingehen, aber das kann ich gar nicht. Okay. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Oh Gott, das wird immer schwieriger. Das ist doch ein bisschen wie ein Labyrinth hier, ne? Muss man auch sagen. Da ist sie, die Brücke. Sie ist fast fertig. Noch mehr Schwind. Wir können Richard Jackdaw nicht enthauptet haben. Levioso. Okay. Oh, okay. Das ist eine größere Spinne. Oder das sind zwei von. Monster. Seit Jackdaw hier war, haben sich diese Spinnen sicher rasant vermehrt. Das waren alle, wa? Groß, groß, groß. Hier unten ist auch noch irgendwas. Ja, genau. Eine unberührte Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich.
muss mich nach dem Symbol umsehen. Ja, ich weiß, wo das ist, aber ich muss es auch treffen von da. Das ist das Problem. So, mal da durch. Das war eine coole Brücke. Steht da hinten jemand? Okay. Ich muss näher an Jektors Überreste herankommen. Und an die Seiten. Gut. Das sieht nach einem kleinen epischen Kampf aus. Hier werden wir direkt beim nächsten Mal weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.